Gude, Servus. Wir sind in Düsseldorf auf der Karawane und haben uns ein bisschen umgeschaut. Und für dich haben wir jetzt einige Impressionen dabei. In 3, 2, 1, Los los geht's! geht's! Hier auf der 60. Karawanenmesse in Düsseldorf haben über 653 Aussteller aus 31 Ländern in insgesamt 13 Hallen ihre Produkte vorgestellt. Auf der Messe waren insgesamt 185.000 Besucher, aber wir haben uns hauptsächlich bei den Wohnmobilen aufgehalten. Hier seht ihr einen sensationellen T6 mit einer absolut genialen Raumaufteilung. Der ist extra für die Messe noch angefertigt worden, damit wir hier dieses wunderschöne Stück betrachten können. In manchen Fällen luxuriös, manchmal aber auch nur funktional. Wer sein Wohnmobil ganz aus Holz möchte, kriegt auch das gefertigt. Wer mit dem Wohnmobil unterwegs ist und nicht mit dem Fahrrad einkaufen möchte, der kann natürlich auch sein Auto in der Heckgarage mitnehmen. Für den extra großen Geldbeutel ist hier natürlich auch richtig viel Angebot vorhanden. Und der neue Trend ist das Dachzelt. Und hier seht ihr einige Exemplare, die auf großen und auf kleinen Autos funktionieren. Wer weiß, vielleicht haben wir auch bald eins auf dem Dach. Wenn dir unsere Impressionen gefallen haben, dann lass einen Daumen da, abonniere unseren Kanal und schreib doch einfach in die Kommentare, was dir am besten gefallen hat.